Geschätzte Anwesende, zur Grundsteinlegung vom Ernihaus begrüße ich euch im Namen von der Bürgergemeinde Pratteln als Bauherrin ganz herzlich willkommen. Ganz speziell begrüße ich den Architekt, der Rudi Weisskopf, und der Bauleiter, der Erich Frank. Wo wir heute stehen, ist lang ein marodes Gebäude ist da gestanden, ein marodes Haus. Später dann gar eine Bauruine. Wirklich ein Schandfleck vom Dorf, darf man ruhig sagen. Es hat zwar noch kurze Zeit der Bürgergemeinde gehört. Seit Baubeginn geht es jetzt aber rassig vorwärts und das Ernihaus wächst mit riesigen Schritten aus dem Boden. Auch wenn die Grundsteinlegung rein symbolischer Art ist, das Gebäude ist ja schon recht hoch, für die Bürgergemeinde ist sie von grosser Bedeutung. Mit dem Bau der Liegenschaft Ernihaus verwirklicht die Bürgergemeinde ihr drittes Standbein. Was gibt es hier in diesem Ernihaus? Es gibt 3 Viereinhalbzimmerwohnungen, die ca. 140 Quadratmeter gross sind, also reine Familienwohnungen oder zwei Personen, die viel Raum brauchen. Dann gibt es 3,5 Maisonette-Wohnungen von ca. 104 Quadratmeter. Eine 2,5 Maisonette-Wohnung, ca. 113 Quadratmeter. Und eine 2,5 Zimmerwohnung, 108 Quadratmeter. Dann gibt es noch einen Bastelraum mit 17 Quadratmeter. Und unter uns die 10 Autoeinstellhallenplätze. Was ist mit dem, was wir hier bauen, ich sage jetzt mal in etwa 400 Jahren? Das Ernihaus ist laut Gebäudeversicherung 1636 gebaut worden. Das stimmt. In etwa hat man hier durch Archäologie das Land hat man Untersuchungen gemacht von Kellerbalken. Dendrochronologische Untersuchungen, die haben dann gegeben, dass die Balken gewachsen sind an 1627 und damit stimmt das in etwa die 1636 Baujahr. Ich bin der Meinung, es läuft sehr gut hier, es entwickelt sich gut und ich freue mich, wenn mich etwa in einem Jahr hier im Dorf eine schöne Liegenschaft, die sicher etwas bringt für unsere Hauptstrasse, darf besichtigen. Hier in diesem Kistchen da sind alte Pläne drin. Es sind teilweise sogar die fast baubewilligten Pläne drin. Es sind Fotos drin. Es sind einfach ein paar alte Sachen. Ich muss jetzt gerade schauen, ob ich hier nicht das Töbeli austreibe. Sonst läuten wir einen in 100 Jahren an. Ich habe das falsche Kistchen reingelegt. Jetzt bringen wir hier den Akt vorbringen. Geschätzte Anwesende, ich darf euch heute schon zum zweiten Mal begrüßen und zwar zur Grundsteinlegung vom Töbeli-Haus. Als Bauherrin der Bürgergemeinde Pratteln. Was ich speziell begrüßen möchte, sind die Architekten Christian Dill und der Arthur Hauser sowie der Bauleiter der Philipp Merz. Getreu an unserem Motto, ein Teil vom Dorf, hat das Bürgergemeinde gern in Kauf genommen, dass es da ein bisschen mehr Auflagen hat in einer Bauerei im Dorf gehabt und hat das Töbeli-Haus eigentlich jetzt das neu erstehen. Wie beim Ernihaus sind wir auch hier terminlich dabei und auch die Kosten sind noch im grünen Bereich. Geplante Fertigstellung ist spätestens Ende Juni. Was gibt es hier für Wohnungen im Döbeli-Haus? Es gibt ein Studio mit ca. 40 Quadratmeter, wo der hintere Teil ist im Erdgeschoss hinter der Ladefläche. Die Ladefläche, die es dort gibt, ist 52 Quadratmeter. Dann sind wir im ersten und zweiten OG mit 2,5 oder 3,5 Zimmerwohnungen. Das sind ganz tolle Wohnungen, wie ihr jetzt schon gesehen habt. Jetzt steht ihr eigentlich hier im Wohn-Ess-Bereich plus Küche.
Und ganz oben gibt es noch eine kleine 2,5 Maisonette-Wohnung mit ca. 67 Quadratmetern. Ich habe mir überlegt, was sage ich, wo der Kurt mir angerufen hat, zur Grundsteinlegung, nicht wahr? So zwei Wochen, bevor wir etwa die Aufrichtung machen, oder vielleicht vier Wochen. Und in welchem Geschoss werden wir echt die Grundsteine legen, oder? Und wenn ich jetzt hier runter schaue, dann muss ich sagen, es ist dramatisch fast schon ein bisschen. Der schmale, hohe Raum hier, der wird wahrscheinlich so das sein, was die Leute am meisten fasziniert, das Stegenhaus. Also Grundsteinlegung, das ist etwas, was eigentlich weit vorausschaut. Und zwar so weit, wie wir eigentlich gar nicht wollen, weil wir genau wissen, das erleben wir ja gar nicht selber. Und das ist ein bisschen frustrierend. Und aus dem Grund habe ich gedacht, ich bringe euch etwas Kleines mit. Und das sind die zwei Bilder. Wir sehen hier eigentlich das, was einmal hier stehen in einem Jahr. Inklusive der Farbwahl sogar. Ich habe vielleicht noch etwas vergessen zu sagen. In diesen Kisten ist ein riesen Plan gemacht worden an der Bürgergemeindeversammlung im Juni, wo eigentlich alle Beteiligten, die dort gesehen sind, unterzeichnet haben. Das ist ein riesen Plan mit allen Unterschriften, mit Sprüchen drauf und alles. Und die sind in diesen Kisten.